Kekse. Was geht ab? Wie ihr sehen und hören könnt, bin ich gerade auf dem Christopher Street Day und ich werde jetzt einige Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt, zum Thema Bisexualität beantworten. Und wir haben getrunken. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Wenn das Audio ein bisschen scheiße ist, tut es mir sehr leid. Aber ja, ich habe ein paar Fragen gekriegt, die wirklich sehr begründbar sind, wo ich mir denken kann, okay, sowas ist legit zu fragen. Aber ein paar sind auch wirklich sehr, sehr dumm und sehr, sehr klischeehaft. Und das sind meine Lieblingsfragen. Erste Frage. Haben Bisexuelle beide Geschlechter, beziehungsweise was ist der Unterschied zu einem Transvestiten? Bisexuell klingt vielleicht ein bisschen, als hätte man zwei Sexualitäten. Allerdings bedeutet das quasi einfach, dass man auf zwei, beziehungsweise beide Geschlechter steht. Transgender ist was ganz anderes. Das ist, wenn du von einem Geschlecht zum anderen wechselst. Also ziemlich großer Unterschied, aber ich kann verstehen, warum der Name vielleicht ein bisschen irritierend ist. Ist man bi, wenn man mit einem Jungen mehrmals einige Dinge, ich werde jetzt hier nicht explizite Dinge sagen, gemacht hat, aber trotzdem auf Frauen steht? Ich denke, jeder sollte für sich selber definieren, was jetzt bi ist oder mit was er sich am wohlsten fühlt von den Identifikationssachen. Aber wenn du dich selber als lesbisch verstehst und du hattest einmal was mit einem Typen, aber hast dir dann gedacht, okay, ich will doch lieber was mit Frauen, dann macht es dich nicht weniger zur Lesbe als alle anderen, die noch nie was mit einem Typen hatten. Gibt es für dich da ein Alter, wo es übertrieben wäre, schon zu sagen, dass man bi ist? Liebe Grüße, Maya. Liebe Grüße zurück. Ich denke, jeder sollte selber entscheiden, ab einem bestimmten Punkt, bei dem man denkt, okay, ich glaube jetzt, dass ich in diese Richtung gehen könnte. Es ist immer valid, egal wie jung du bist, aber klar, also ich denke mal, dass irgendwie Fünfjährige nicht über sowas nachdenken. Also egal wie alt du bist, wenn du anfängst drüber nachzudenken und so, denke ich, dass es gerechtfertigt ist, dass es wertig ist. Ich kann nicht sprechen, Hilfe. Die dümmste Frage, die jeder Mensch, der sich als bi outet, kriegt, lieber ein Dreier mit zwei Frauen oder mit Typ oder mit zwei... Also, die Frage, diese Dreierfrage kriegt man ständig als bisexueller Mensch und ich möchte einmal klarstellen, dass es alle Bisexuelle richtig hart ankotzt, sobald sie sich als bi outen, dass man instant irgendwas mit Dreier fragt, weil das eine hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Was deine Präferenzen sind, heißt nicht unbedingt, dass es was damit zu tun hat, wie deine Sexualität ist. Das heißt, ich will vielleicht nicht unbedingt direkt einen Dreier haben, wenn ich mich als bisexuell verstehe. Andere vielleicht schon, aber das direkt damit zu associaten, ist nicht gerade gut, weil das einige Leute bestimmt auch ein bisschen offenden kann. Also bisexuell ist nicht gleich polysexuell. Wichtig. Frage. Stehst du immer auf Männer und Frauen gleichzeitig oder gibt es da Phasen, wo du eher auf das eine bzw. wo du eher auf das andere Geschlecht stehst? Ich denke, das ist für jede Person unterschiedlich. Ich denke, einige Leute haben so vielleicht so eine kleine Prozentangabe, manche nicht. Ich würde sagen, dass sich das bei mir persönlich jetzt nicht unbedingt oft ändert. Allerdings muss man auch dazu sagen, ich hatte noch nie eine Beziehung mit einer Frau. Mein Freund filmt das. ja. Aber nee, ich würde sagen, dass es bei mir persönlich zumindest ziemlich gleich bleibt, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das bei anderen Leuten vielleicht auch ein bisschen ändert. Was ist das schwulste Insekt? Wow. Leute, was ist das schwulste Insekt? Gottesanbeterin. Nächste Frage. Kannst du dir eine Beziehung mit einem Mädchen vorstellen und wie denkst du, ist, wäre es genauso wie mit einem Kerl oder also in der Art von der Beziehung? Ja, könnte ich. Ist noch nie der Fall gewesen und ich glaube nicht, dass ich das sonderlich unterscheiden würde. Abgesehen vielleicht von dem Part einfach, dass wie dein Umfeld darauf reagiert, weil auf eine Frau-Frau-Beziehung reagiert dein Umfeld natürlich komplett anders als auf eine Hetero-Beziehung. Aber so persönlich kann ich dazu jetzt noch nicht so viel sagen, weil das halt einfach noch nie bei mir der Fall war. Aber ich gehe mal nicht stark davon aus, dass sich da krass was ändern würde, abgesehen davon, dass man zwei Perioden hat und das vielleicht anstrengend werden könnte. Mann, nein! Habt ihr schon mal daran gedacht, was das schwulste Obst ist? Das schwulste Obst? Eindeutig Mango. Mango? Wieso? Weiß ich nicht. Mango ist eindeutig das schwulste Obst. Das ist einfach die Wahrheit. So, sorry, da kann ich jetzt nicht lügen. Aber Mangos oder Litschis, Alter, mit den komischen Dingern, so habt ihr es mal angeguckt, die sind in weiß, Alter. Richtig ekelhaft. Ekelhaft. Okay, eigentlich mag ich Litschi, aber naja. Ich wollte euch nur helfen. Es ist Litschi und Mango ist das schwulste Obst. Erster Girl Crush. Für mich persönlich wahrscheinlich der erste richtige Girl Crush war meine damalig beste Freundin. Was ein bisschen schwierig war, aber dazu werde ich, glaube ich, beim Coming Out Day oder beim International Bisexuality nochmal, Bisexuality Day noch ein bisschen genauer drüber reden. Aber erster Girl Celebrity Crush, eindeutig Isla Fischer. Shopaholic, bester Film. Bevorzugt man automatisch ein Geschlecht oder ist das von Person zu unterschiedlich? Ich würde sagen, es ist von Person zu Person unterschiedlich. Bisexuality ist meistens, würde ich mal sagen, ziemlich ausgeglichen. Viele Leute fragen dann sofort immer,
ja, wie viel Prozent magst du lieber Männer oder lieber Frauen, aber es ist eigentlich nicht unbedingt so, dass es direkt irgendwie irgendeine Teilung gibt, sondern es ist so eine Mischung aus allem. Es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären. Aber ich denke, dass sich das von Person zu Person ein bisschen ändert. Also es gibt mit Sicherheit Bisexuals, die aber trotzdem eher auf Frauen oder eher auf Männer stehen. Also was? Das ist eine relativ gute Frage. Fühlen sich Gleichgeschlechtliche in der Umkleidekabine mit dir unwohl? Manche Leute fühlen sich ja unwohl mit Homosexuellen, weil sie sich angestarrt fühlen oder Angst haben, dass sie auf einen stehen. Von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, bis jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Leute das tun, wobei es fälschlicherweise ist. Das heißt ja nicht, ich meine, selbst wenn du hetero bist, willst du ja auch nicht von jedem Typen was plötzlich so. Das heißt ja auch nicht, dass sich andere Typen mit dir sofort unwohl fühlen würden. Also es passiert, aber es ist eigentlich nicht wirklich gerechtfertigt, würde ich sagen. Frage zum Thema Bi. Meinst du, es gibt einen Unterschied zwischen pansexuell und Bi? Wenn ja, welchen? Der größte Unterschied dabei ist einfach, dass es darauf ankommt, mit welcher Art von Label du dich am wohlsten fühlst. Also für die Leute, die nicht wissen, was pansexuell heißt, pansexuell bedeutet quasi, dass du auf alle Geschlechter stehst. Also du unterscheidest nicht zwischen Mann, Frau, Transgender. Und ich persönlich fühle mich mit dem Label Bi einfach wohler, wobei ich jetzt sagen würde, dass pansexuell eventuell auf mich passen könnte. Aber ja, das ist eigentlich quasi der größte Unterschied. Bisexuell heißt quasi zwei Geschlechter, beziehungsweise beide, je nachdem, wie man das sieht. Aber ja, das ist so der größte Unterschied. Zählt es auch als Bi, wenn man in einen Transjungen verliebt ist, oder ist man dann Pan? Ich gehe mal davon aus, die Frage von einem Mädchen gestellt. Ich bin immer noch der Meinung, man sollte das Label wählen, mit dem man sich am meisten wohlfühlt. Allerdings, manche Leute sagen ja, bisexuell bedeutet, man steht auf Männer und Frauen und dann Transgender quasi als drittes Geschlecht. Es ist eine persönliche Sache, ob du dich dann trotzdem als Bi oder Pan identifizierst, wobei ein Transmann ja trotzdem ein richtiger Mann ist. Also quasi würde das von meiner, also meiner Meinung nach macht es bei Bisexuality jetzt keinen Riesen, es ist kein Abdrift davon oder so. Also je nachdem, mit welchem Label du dich wohler fühlst, ist da wahrscheinlich die richtige Antwort. Hattest du schon einmal eine Beziehung mit einem Mädchen oder ein One-Night-Stand oder sowas in der Art? HDL, könntest du mich bitte grüßen? Grüße an Kira187. Kira! Tatsächlich nein, das hat sich noch nie so ergeben. Ich glaube auch großteilig dadurch, dass ich früher auf dem Dorf gewohnt habe und da diese ganze LGBT-Szene noch nicht so groß ist. Seit ich in Berlin wohne, bin ich immer noch in einer Beziehung mit einem wunderschönen Mann. Und ja, deshalb hat sich das noch nie so ergeben, aber ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Mal schauen, was in der Zukunft passiert. Frage: Bist du bi? Ja. Ich würde sagen, das war's dann schon mit dieser kleinen Q&A-Runde. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit diesem Video gehabt. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ihr könnt euch auch gerne generell in den Kommentaren miteinander austauschen. Das ist immer super, wenn man sieht, wie die Community so miteinander interagiert. Und ja, dann würde ich sagen, ich habe heute noch ganz viel Spaß auf dem Christopher Street Day und ich hoffe, ihr habt heute auch noch einen geilen Tag. Und wenn ihr Lust habt, abonniert mich gerne und dann sehen wir es auch schon nächste Woche. Bye-bye!